Berchtoldsdorf fördert hochwertiges natürliches Quellwasser aus bis zu 120 Metern Tiefe. Dieses Wasser ist daher vor Schadstoffen geschützt und hoch mineralisiert. Das sind sehr alte Wässer, jahrzehntealte Wässer, die in ausreichender Menge und guter Qualität vorhanden sind. Grundwasser gibt es in unserem Leitungswasser nicht. Der Gehalt von Kalium, Calcium, Sulfat und Natrium ist durchaus mit den Werten von Mineralwässern vergleichbar. Berchtoldsdorf ist in seiner Wasserversorgung autark. Wir haben 8 Brunnen in Berchtoldsdorf, wo wir diese Wassermenge, die wir benötigen, fördern. Das ist zurzeit in etwa 1,5 Millionen Kubikmeter. Man kann wesentlich mehr fördern, man muss dann zusätzliche Brunnen bauen. Um hier zukunftssicher zu sein, ist es sicher notwendig, in den nächsten 10 Jahren 1 bis 2 zusätzliche Bohrungen zu errichten, und das ist auch geplant. Es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir überhaupt in der Lage sind, eigenes Wasser unseren Bürgerinnen und Bürgern anbieten zu können. Das ist nicht überall der Fall, das heißt also, wir sind notfallsicher, weil wir im Ort die Brunnen haben, im Ort die sozusagen das Wasservorkommen haben und hier sehr autark das auch entsprechend bewerkstelligen können. 8 Pumpstationen und 6 Speicherbehälter versorgen 4 Zonen in Berchtoldsdorf mit ausgezeichnetem Trinkwasser. Dazu dient ein 104 Kilometer langes Rohrleitungsnetz, das im Wasserwerk in der Rembrandtgasse ständig überwacht wird. 4 Spezialisten sorgen dort rund um die Uhr für die Wassersicherheit in Berchtoldsdorf. Unser Wasser ist ein Lebensmittel und wird daher auch regelmäßig streng kontrolliert. Die Prüfberichte sind auf der Homepage des Wasserwerkes Berchtoldsdorf einsehbar. Sollten Grenzwertüberschreitungen auftreten, wird der Wasserzufluss sofort gesperrt. Bei Wassergebrechen, die auch über die Notrufnummer 86 68 3, Durchwahl 700, angezeigt werden können, rückt der Einsatztrupp sofort aus, um den Schaden schnellstmöglich zu beheben. In einigen Fällen muss die schadhafte Leitungsstelle allerdings erst mit modernster Ultraschalltechnik eruiert werden, ehe mit der Reparatur begonnen werden kann. Selbst bei größeren Stromausfällen können die mehr als 4500 Berchtoldsdorfer Haushalte mit Trinkwasser versorgt werden. Dazu muss man wissen, dass in Berchtoldsdorf die Wasserbehälter in etwa für 24 bis 48 Stunden ausreichend Wasser zur Verfügung stellen können, zwar ohne Strom, weil das fließt also mit dem Eigendruck in die Haushalte. Dann ist Schluss, das heißt, bei einem Stromausfall muss dann Strom zusätzlich angeschafft werden. Das geschieht mit Notstromaggregaten. Hier haben wir ein sehr großes, fahrbares Aggregat, das dann die entsprechende Versorgung sicherstellt. Um das Leitungsnetz auf dem letzten technologischen Stand zu halten, müssen jährlich rund 2 Kilometer Rohrleitungen erneuert werden. Auch ist ein regelmäßiges Brunnenservice notwendig, da sonst die Brunnen mit der Zeit zu wenig Wasser fördern. Diese Maßnahmen verursachen zum normalen Betrieb noch zusätzliche Kosten, und die müssen aus dem Gemeindebudget über die eingenommenen Wassergebühren finanziert werden. Hauptsächlich zahlen sich die Bürgerinnen und Bürger natürlich ihr Wasser selbst durch die Vorschreibung der Gebühren. So wie er in den letzten Jahren gelaufen ist, haben wir natürlich auch immer wieder Investitionsnotwendigkeiten, Wasserleitungsaustausch. Und das wird Jahr für Jahr neu zu entscheiden sein, wo liegen da die Schwerpunkte und wie viel Geld geben wir dafür dann im nächsten Jahr aus. Aus diesem Grund braucht es auch genügend finanzielle Rücklagen, um das Berchtoldsdorfer Leitungsnetz auf einem hervorragenden technischen Stand zu halten.